wer weiß, wie viele Menschen er sozusagen mit einem schlechten Gewissen, ganz normal, weiß ich nicht, ja, Menschen, die eben weder das Evangelium noch Kant noch Hegel gelesen haben und dann also meinetwegen den billigen Käse trotzdem kaufen, aber doch irgendwie glauben, ach, ich habe was Schlechtes gemacht. Und irgendwie, um das wieder gut zu machen, vielleicht nächstes Mal nochmal in Penny gehen und ein bisschen mehr Geld ausgeben. Wer weiß, es ist, man darf den Wunsch des Menschen nicht unterschätzen, Gutes tun zu wollen. Und was hat der Mensch, der heute 20 ist, bisher in seinem Leben gehört? Was ist seine Prägung? Billy, think that fist god of arms disappoints me. Hallo und herzlich willkommen zu Eutrads Podcast. Mein Name ist Julian Adrat. Alexander Wallasch hat schon am Sonntag davon berichtet. Der Spiegel habe ich gestern gesehen, erst gestern Abend um 8:30. Ich lese von Wallasch. Ab Montag verkauft der Billig-Discounter Penny 9 ausgewählte Produkte deutlich teurer. Die Aktion heißt Wahre Kosten. Die sozialen und ökologischen Auswirkungen sollen mitbezahlt werden. Penny wälzt seine unternehmerische Verantwortung auf die Kunden ab und meint dabei noch als besonders woke und umweltbewusst anzukommen, wenn das mal nicht schief geht. Penny und andere Discounter haben, insbesondere was die Produktqualität angeht, jahrzehntelang Ware produzieren lassen und angeboten, die nur über den niedrigen Preis überhaupt noch Käufer fand. Die Discounter haben vielfach Produzenten ihre Produkte gegängelt, geknebelt und so klein gehalten, dass bestimmte Verfahren zur Qualitätserzeugung notgedrungen eingestellt werden mussten. Aber Discounter sind keine staatlichen Gesundheitsshops und schon gar keine staatlicherseits beauftragten Umweltaufsichtsbehörden. Umso verstörender, dass sich der Billig-Discounter Penny jetzt als Nichtregierungsorganisation aufspielt und den Kunden zum woken, grünen Konsumenten umerziehen möchte. Penny bewirbt jetzt im ganz großen Stil das hauseigene Erziehungsprogramm Wahre Kosten. 9 Produkte vom Joghurt über das Wiener Würstchen bis zum Mastermark Käse werden ab morgen und für eine Woche lang erheblich teurer. Der erzieherische Gestus erscheint hier noch um ein Vielfaches aufdringlicher als die Transgender-Kampagnen der Bekleidungshersteller und der US-Brauereien. Penny will jetzt ab Montag eine Woche lang 9 Produkte, ja, aus der etwa 3000 Produkte umfassenden Palette, wie sie es nennen, die Warenkosten verlangen. Das ist schon deshalb grotesk, weil Penny als Billig-Discounter ein großes Interesse an billigen Produkten hat. Jetzt soll der Kunde drauf sein, damit Penny sich ein reines Gewissen verschaffen kann. Die Mehreinnahmen will Penny in ein Projekt Zukunftsbauer investieren. Penny hat seinen Umsatz während der Corona-Pandemie von 7,6 Milliarden 2019 auf 8,8 Milliarden 2022 erhöht. Die Preiserhöhungen infolge des Ukraine-Krieges geben weiteren Anlass für Spekulationen. Ich meine, machen wir uns nichts vor. Nichts hat Reiche reicher gemacht als die Corona-Pandemie oder genauer gesagt die Lockdown-Regimes. Ja? Und das gilt für mehr oder weniger alle großen Ketten. Es ist ein Naturgesetz, dass wer hat, gegeben wird. Aber es ist kein Naturgesetz, wenn eine Regierung das unterstützt. Dann ist es ein Verbrechen. Ja? Ich meine, Hand aufs Herz. Letztlich ist es den Reichen schon mal gar nicht böse zu nehmen und den großen Ketten eigentlich auch nicht. Ich hatte eine Folge letzte Woche, was glaube ich getitelt mit Das Kurzzeitgedächtnis der Impflinge. Und nicht einmal jetzt wird auch dieses ökonomische Verbrechen von Impflingen kritisiert werden. Warum? Weil nichts schwieriger ist, als einen Fehler einzugestehen. So funktioniert die menschliche Natur, das ist nur allzu menschlich. Lieber möchte man, dass alle anderen auch denselben Fehler machen, als dass man selbst einen Fehler eingesteht. Nichts hat das besser gezeigt als die Impfkampagne, das Impfnarrativ. Aber aktuell ist es ja so, dass sie müssten sich eingestehen, nicht nur das, also die sinnlose Lockdowns und unwirksame Piekse, ich nenne es erstmal so,
Vielleicht umgeht man damit einer gewissen Zensur oder einer gewissen Labelung, zum Beispiel auf Spotify. Jedenfalls müssten sie sich also auch eingestehen, dass sie reicher gemacht haben, bewusst. Also mit ihrem Pro für Lockdowns etc. einem gigantischen Wohlstandstransfer zugestimmt oder diesen unterstützt haben. Der Peaks mag wirkungslos gewesen sein. Im besten Fall. Die Lockdowns waren es zumindest nicht. Ja. Der Wohlstandstransfer ist enorm. Nicht der Reiche ist das Problem, sondern die woke Regierung, in der er lebt. 300 Gramm Lindenhof-Maßnahmen in Scheiben kostet normalerweise 2,49 €. Jetzt nimmt Penny 4,84 €. Zwei Universitäten haben, Universitäten haben für Penny ein paar Zahlenspielchen gemacht, irgendwo zwischen Fantasie, Beliebigkeit und Unsinn, und für Penny diesen Mehrpreis ermittelt. Die 2,35 Euro Mehrkosten setzen sich so zusammen: 84 Cent pro Käsepackung für das Klima, 12 Cent für Wasser, 76 Cent für den Boden und 63 Cent für die Gesundheit. An Stumpfheit ist das schon deshalb kaum noch zu übertreffen, weil der durchschnittliche Kunde in der Zeit eben die Käsepackung nebenan aus dem offenen Kühlregal nimmt und den doppelt so trockenen Käse dann einfach liegen lässt. Durch Inflation und schwankende Rohstoffpreise ist gerade vieles teurer, doch wir geben alles dafür, dass du bei uns immer günstig, pennygünstig einkaufst. Aber wir müssen auch an morgen denken und wir müssen gemeinsam mit dir Gutes für die Umwelt tun. Wir müssen auch an morgen denken und an unsere Shareholder, nicht wahr? Und gemeinsam mit dir Gutes für die Umwelt tun. Die Frage, die sich letztlich stellt, überlebt dieser Kult oder die Gesellschaft? Und wer den Menschen, die menschliche Natur ein bisschen kennt, dem muss Angst und Bange sein, denn an etwas muss der Mensch sein Herz hängen. Und ist es nicht die Bibel, was ist es dann? Ist es nicht? Ich meine, viele würden sagen, okay, die Aufklärung. Gut, dann zeig mir den grünen Wähler oder zeig mir den Klimakleber. Oder überhaupt zeig mir den Menschen, der Kant gelesen hat. Und man muss es perverserweise sagen, zeig mir das kulturwissenschaftliche Seminar, wo noch Kant gelesen wird. Es gibt Philosophiestudenten. Ich habe einen guten Freund, und der ist ziemlich smart. Und er hat einen Philosophy and Economics Studiengang an einer etablierten Uni studiert. Und es gibt eine Menge große Philosophen, von denen er faktisch nur den Namen kennt. Ja? Zeig mir jemanden, der Hegel gelesen hat. Wobei, gut, Hegel ist er wirklich jetzt. Puh, ich weiß nicht. Es ist ja doch nur Kant nochmal ein bisschen. Da nochmal vermeintlich. Also, was heißt. Vermeintlich originellerweise, sage ich mal, was draufgepackt. In meinem Verständnis nach. So unfassbar furchtbar zu lesen. Es ist letztlich, ja, Dreifaltigkeit in Philosophie, in. Ich weiß nicht, man tut ihm Unrecht, das zu sagen, aber in vielleicht besonders unverständliche Sprachungetüme gepackte, verweltliche Dreifaltigkeit, sage ich mal so. Aber zeig mal jemanden, der Schopenhauer gelesen hat. Und Schopenhauer ist ja eigentlich nett zu lesen. Houellebecq hat das mal gesagt. Er ist als junger Mann auf Schopenhauer gestoßen. Er hatte sich bis dato für einen gebildeten Menschen geglaubt, der alles gelesen hat, und konnte es nicht glauben, dass er also noch nie von Schopenhauer gehört hat, und er konnte auf die Schnelle keine Ausgabe in Französisch bekommen. Er selbst war recht fit im Deutschen, Houellebecq. So, also das Evangelium wird nicht gelesen. Kant auch nicht, Hegel auch nicht, Schopenhauer auch nicht. Aber, die Menschen wollen Gutes tun. Und jetzt sagt ihnen Penny, du kannst etwas Gutes tun, wenn du doppelt so teuren Käse kaufst. Glaub ja keiner, dass das nicht für eine Menge moralisch ungefestigter Menschen keine Versuchung wäre. Und selbst wenn es für Penny in die Hose geht, wirtschaftlich,
Wer weiß, wie viele Menschen er sozusagen mit einem schlechten Gewissen, ganz normal, weiß ich nicht, ja, Menschen, die eben weder das Evangelium noch Kant noch Hegel gelesen haben und dann also meinetwegen den billigen Käse trotzdem kaufen, aber doch irgendwie glauben, ach, ich habe was Schlechtes gemacht. Und irgendwie, um das wieder gut zu machen, vielleicht nächstes Mal nochmal in Penny gehen und ein bisschen mehr Geld ausgeben. Wer weiß, es ist, man darf den Wunsch des Menschen nicht unterschätzen, Gutes tun zu wollen. Und was hat der Mensch, der heute 20 ist, bisher in seinem Leben gehört? Was ist seine Prägung? Man ist natürlich geneigt zu sagen, nie hat auf Erden eine schwachsinnigere Generation gelebt. Aber das ist wahrscheinlich unfair. Schon Sokrates ist über die Jugend hergezogen. Und ich meine, es gibt genauso 50-Jährige, die glauben, dass wenn Deutschland auf Windkraft umsteigt und überteuerten Billigkäse kauft, das Weltklima gerettet wird. Und es gibt genauso 70-Jährige, die vor Rührung anfangen zu weinen, wenn sie zwei Männer sehen, die, weil sie sich lieben, ein Kind adoptieren. Ich war am Freitag am Gendarmenmarkt. Er gilt als der schönste Platz Berlins, eine Baustelle. Ich habe gegenüber im Hofbräuhaus ein Bier getrunken. Und das liegt im fetten Altbaublock hier mit der Hans-Eisler-Musikhochschule in einem großen Block. Und aus einem Fenster, traumhaft, ne? Die Klaviermusik schwach, die rübergezogen ist über die Straße. Ein Student, der übt, ein gut, recht guter Pianist, eins der großen Klavierwerke. Jedenfalls, was ich eigentlich sagen will, was steht über der Baustelle auf dem Plakat? Tourismusnahe Umgestaltung des Gendarmenmarkts, Baubeginn November 2022, denn tourismusnahe und klimaangepasste Ausbau des Gendarmenmarktes. Tourismusnah und klimaangepasst wird im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur mit Bundesmitteln und Mitteln gefördert. In den kommenden zwei Jahre brauchen Sie dafür, wird der Gendarmenmarkt tourismusnah weiterentwickelt. Neben einer umfangreichen unterirdischen Infrastruktur wird einer der bedeutendsten Orte der Berliner Stadtgeschichte mit einem Regenwassermanagement ausgestattet und ist zukünftig für die Berliner Innen- und Gäste der Stadt barrierefrei nutzbar. Der war vorher eigentlich auch, weiß ich nicht, was ist das denn? Der war vorher einfach nur flach. Ja? Klimafit, Gendarmenmarkt Plus wird klimafit, barriere- und barrierefrei. Ich meine, in anderen Ländern baut man Magnetschwebebahnen. In Deutschland betreibt man Regenwassermanagement. Und es ist diese Ansprache, nicht wahr? Niemand weiß, was es heißt. Es kann alles heißen. Wichtig ist nur, es klingt gut. Es klingt gut. Für den säkularen Extremisten muss nur etwas gut klingen und schon glaubt er, dass es gut ist. Ja. Ah ja, noch eins. Das ist ganz an mir vorübergegangen. Dabei war es schon im März, aber es passt zu unserem Thema heute. Wir machen hier eine kurze Ferienfolge, wie gesagt. Klimaaktivistin Thunberg erhält Ehrendoktorwürde in Theologie. Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg wird für ihren kompromisslosen und konsequenten Einsatz mit der Ehrendoktorwürde der Universität Helsinki ausgezeichnet. Dies gab die Theologische Fakultät der Hochschule auf ihrer Website bekannt. Eigentlich kann man das so stehen lassen. Eigentlich ist das eine Überschrift, die den Zeitgeist für alle Zeit, also die unseren aktuellen, wohl in die Geschichtsbücher wird eingehen lassen und als Überschrift wunderbar trefflich sein wird. Ich meine, man könnte glauben, eine einzige Aufgabe säkularer Extremisten, Woker und Grüner, und das ist es, was einen Ehrendoktortitel in Theologie für Klimaaktivismus zu verleihen, letztlich wirklich beschreibt säkularer Extremismus par excellence. Man könnte jedenfalls glauben, einzige Aufgabe sei es, künftige Generationen gegenüber uns also lächerlich zu machen. How dare you? How dare you? Wie könnt ihr es wagen? Ich wünsche allen einen schönen Dienstag. Wir hören einander in Bälde, so Gott will. Bis dahin. Goodbye. She's got COVID-19, she's talking all alone. She is
her socks on. She's got COVID-19, she's ducked and all alone. She's ducked and doweling with her socks on.